Gut besuchter Existenzgründer-Beratertag in der Kulturfabrik Haldensleben. Die IHK, die Handwerkskammer, die Agentur für Arbeit, der E-Business-Lotse und die Ego-Piloten. Sie alle bilden ein gut strukturiertes Netzwerk, um potenzielle Unternehmer in die Selbstständigkeit zu begleiten. Und ganz egal, in was für einer Branche man sein Glück versuchen will, immer ist eine gute und unabhängige Beratung dringend notwendig. Wir gehen davon aus, wenn Sie mit der Absicht zu uns kommen, sich selbstständig zu machen, dass Sie sich in Ihrer Branche auskennen. Aber über diese Branchenkenntnisse hinaus sind ja viele andere Sachen noch notwendig, um von sich sagen zu können, ich bin ein Unternehmer. Selbstständig, was zu unternehmen, heißt ja, sich mit Steuerfragen, mit Versicherungsfragen auseinanderzusetzen, mit Kalkulationen, mit Altersvorsorge, mit Marketing. Alles, was in einem großen Unternehmen eine Abteilung macht. Er ist auf einmal alle Abteilungen in seinem Unternehmen selbst, weil die meisten bei uns erstmal als Ein-Mann-Unternehmen anfangen. Und der Teufel, der so manche Existenzgründung scheitern lässt, steckt wie immer im Detail. Denn der eigene Chef sein bedeutet auch, sich selber um Dinge kümmern, die bis dato andere gemacht haben. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass Existenzgründer sich auch auf die Zukunft vorbereiten. Das heißt, die Krankenversicherung ist natürlich eine Pflichtleistung, die sie auch eingehen müssen. Aber bei der Rentenversicherung ist es ja so, dass nicht alle Branchen die Pflicht haben, in die deutsche Rentenversicherung einzuzahlen. Und dass diese Personen, die teilweise erstmal nicht die Pflicht haben, sich oftmals viel zu spät darum kümmern. Und ich möchte eigentlich heute gar nicht wissen, was dann in 10, 20 Jahren dann einmal auf uns zukommt, wenn gewisse Leute dann auch nicht eingezahlt haben. Krankenversicherung und Rentenbeiträge sind bei weitem noch nicht alles, denn das Finanzamt wartet nicht und es gibt gerade in Deutschland eine Fülle von Vorschriften, gegen die man, ohne es zu wissen, verstoßen kann. Auch hier hilft das Informationsangebot der Ego-Piloten und der Kammern weiter. Das nächste ist, dass viele betriebswirtschaftlich natürlich noch nicht so geschult sind, dass sie ihre Abläufe im Betrieb genau verstehen. Da gibt es im Landkreis hier in Haldensleben Existenzgründerseminare. Sie werden im Moment ganz gut besucht. Und in diesen Existenzgründungsseminaren hat man die Möglichkeit, die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern, zu vervollkommnen, je nachdem, mit welchem Stand man einsteigt. Und da geht es um Buchführung, da geht es um Marketing, da geht es um Recht im Geschäftsverkehr und so weiter. Eine gute Geschäftsidee reicht noch nicht aus. Ein Unternehmen ist ein komplexes Gebilde, das am Ende seinen Mann oder seine Frau ernähren soll. Und dazu kann man jede seriöse Hilfe sehr gut brauchen.